Was ich hier mache, ist mutig. Denn oft folgt auf den Eisgenuss der Schmerz. Frau Hubertus aus München möchte wissen, warum sie manchmal beim Eisessen Kopfschmerzen bekommt. Zunächst tut es ja auch an anderen Körperstellen weh, wenn es zu eisig wird. Der Grund, die Schmerzrezeptoren reagieren auf Kälte und melden im Gehirn, Achtung, Gefahr. Denn eisige Kälte kann für unseren Körper schlimme Folgen haben. Halte ich Eis lange genug an meinen Gaumen, tut's auch da weh. Und zwar direkt. Aber der Kältekopfschmerz, der muss anders entstehen. Für diesen Schmerz gibt es unterschiedliche Erklärungen. Folgende ist die aktuellste. Stellen Sie sich vor, diese Haube ist mein Gehirn. Und wie mein Gehirn ist auch diese Haube etwas ganz Besonderes. Sie hat einen Temperaturfühler, denn nur wenn es heiß genug ist, gelingt die Frisur. Halte ich nun etwas sehr Kaltes an den Fühler, schlägt er Alarm und sorgt dafür, dass mehr Wärme in die Haube gepumpt wird. Und dasselbe passiert in unserem Gehirn. Unser Gaumen meldet kalt und dadurch wird's eng im Oberstübchen. Die Blutgefäße erweitern sich, drücken auf die Nervenzellen und die beschweren sich mit Schmerzsignalen. Schmerztabletten sollte man allerdings in dem Fall besser nicht verwenden. Denn bis die wirken, ist der Schmerz schon wieder weg. Genauso wie das Eis. Bleiben Sie neugierig. Sieht super aus, oder?